Willkommen zurück zu Warriors Orochi 2. Es geht weiter mit dem Kampf um Nanjong mit diesem komischen Team hier. Bis zum Zweit verschieben wir hier noch ein paar Ideen. Ich weiß nicht, was die gemeinsam haben, aber wir finden es heraus. Vielleicht gibt es ja doch irgendwas, was ich nicht so durchschaut habe. Diese Krieger müssen die feindliche Belagerung mit Leidenschaft in ihren Herzen durchbrechen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wie sieht es denn überhaupt waffentechnisch aus? Plus 11 läuft. Nee, plus 5, naja. Plus 12, aber Schwierigkeitsgrad 1. Ich lasse es jetzt mal so. Wir müssen Geld sparen. Two of the most passionate warriors have been joined by one of the most stoic. The three of them determined to break the siege at all costs. In fact, they seem to relish the challenge. Ihr Taubler wurde eingekesselt. Zwei der leidenschaftlichsten werden vor allem der stoischsten Krieger dabei unterstützt, die Belagerung um jeden Preis zu durchbrechen. Die Herausforderung scheint ihnen sogar ein Vergnügen zu bereiten. Na, eigentlich nur so ein Sir. Andere waren jetzt nicht so kampfgeil. Das stimmt nicht ganz, liebe Entwickler. Gut, was müssen wir denn hier machen? Wieder gegen die Dämonen. Daji führt die an diesmal. Nicht Kiyomori. Ach, wir haben Katsui Shibata, nice. Daji, Sun Wukong, sonst noch interessant ist ja Dodomeki natürlich, U2. Sonst wirklich nur Dämonen, okay, nicht mal irgendwie ein Samurai oder ein Warrior dabei, nur Dämonen, okay. Time to have some fun, huh, Toshie? Wait, you're not going out there without me. Warriors, no matter the circumstance, no matter the time, we must not lose sight of ourselves. Yo, let's go. This doesn't look good. I can't see any way out. Oh, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier hin. Ich glaube, hier geht's schon direkt der Punk ab. Da, wo ich jetzt gerade war, im Osten ist nicht so viel los. Hier ist mehr los. Jugalu, der braucht Hilfe. Definitiv. Was ist doch blinder. Ja, komm. Ja, und Katsu Shibata braucht eigentlich auch Hilfe. Der ist da in der Mitte und da kommen direkt komplett die ganzen Dämonen auf ihn zu. Wahrscheinlich macht er jetzt hier einen auf Zhang Fei bei Chang Ban. Oh, Pange, du Lappen, ey. Hat nicht connected. Konnte, musst du es nicht kombinieren. Ja, muss Pang D jetzt so klarkommen. Schöner ist bei Pang D, kannst du eben halt auch sowas hier aktivieren. So eine Aura, wo man die anderen mit wegrammen kann, wie Yoshihiro Shimazu auch hatte. Das heißt, die Gegner können auch meine Angriffe nicht blocken. Aber wenn ich die berühre, dann fliegen sie halt in Luft. Beziehungsweise werden hochgeschleudert. Dann kann ich sie wieder kombinieren. Ziemlich merkwürdig, diese Geschichte mit dieser Aura. Gibt's auch nur in Warriors Orochi. Ich glaube, Yoshihiro Shimazu hat's nicht in Samurai Warriors und packen die nicht in Dynasty Warriors. Weiß nicht, was sie sich hierbei gedacht haben, aber ist ziemlich cool. Ich mag's. So, dann schlagen wir die mal gerade zurück. Und dann sollen wir vielleicht Katsui Shibata unterstützen gehen. Reinforcements. Ja, die können wir gebrauchen. Jetzt zeige ich euch den besten Move im gesamten Spiel. Oder einen der besten, der nicht getroffen hat. Sehr schön. Er hat trotzdem noch gereicht. Oh Mann. Ja, Toshi hat einen der besten Move im Spiel. Richtig viel Schaden. Ah, Dodomeki ist hier. Ja, den können wir spielen in Warriors Orochi 3. Sein eigener Charakter. Hier nur im Survival-Modus. Ich weiß gar nicht mehr, was der Survival-Modus ist. Werden wir uns aber auch noch anschauen, wenn es am Ende des Gesprächs dauert aber noch. Nur so viel Traumoschlag. Wir haben erst die Hälfte gesehen. Könnt ihr mal eure Meinung zum Traumos in den Kommentar schreiben. Ich finde sowas von episch, Mann. Könnten sie auch in deines Warriors mal machen, ne? So ein Traumos mit fiktionalen Sachen. Einfach nur Schlachten, die da sind, um episch zu sein. Hätte ich nichts dagegen. Nice. So, jetzt sollen wir Himiko besiegen, okay. Ja, die nehme ich mir gern mit. Himiko muss schnell vernichtet werden. Das Problem ist, Himiko ist immer gefährlich.
Nein, nicht Katsuya. Oh nein, es wird Katsuya niemals. Das wird er nie überleben. Du bist nicht Zhang Fei. Du bist nicht Lubu, Katsuya. Du bist zwar stark, aber du bist nicht Zhang Fei und nicht Lubu. So, Himiko ist hier drin. Oh, sie hacken auf dir rum. Tu nicht so unschuldig, Mann. Denn du bist selber gefährlich as fuck. Nicht unschuldig tun, wenn du super stark bist. Jetzt seht ihr, wie stark der Musu ist. I feel bad, but I don't. Oh Mann, ey, dieser Musu. Aber Himiko auch wieder richtig krass. Ja, ich bin fast tot. Mit zwei Drill abgezockt. Die alte Bitch. Die Geister sind verschwunden. Was für Geister? Ich glaube, die hat die Dämonen wiederbelebt, ne? Jetzt aber schnell zu Katsuya Shibata. Devil Shibata coming through. Ja, ist klar. Katsuya Shibata hat Probleme. Wer hätte es gedacht? Ja, was tut Chao? Soll er Verstärkung holen? Ach, schafft er schon. Schafft er schon. Weißt du auf. Wer kommt zur Verstärkung? Jo-Yu? Jo-Yu, ne? Hey, neuen Kampfgeist. Ey, der Typ macht's gut. Der macht's gut. Hör zu, ich bin jetzt immer da. Jetzt kriegen wir es hin, oder? Zusammen sind wir stark. Na, ich sollte die Aura wieder aktivieren mit Pang-D. Zack. Oh, und schon ist kein Problem mehr hier. Die Typen jetzt zu vernichten. Die haben aber auch alle eine Aura, ey. Und Katsuya hält es die ganze Zeit aus mit denen. Krass. Wie abgeht. Er ist doch so stark wie Zhang Fei und Lubu. Ja, du bist wirklich useless, wenn du mit denen die ganze Zeit klargekommen bist. Die haben alle eine Aura. Klar, er stand erst in Schwierigkeiten, aber er ist nicht gestorben. Wow, Katsuya. Ja, Sun Chao hingegen, der stirbt gegen normale Truppen. Der ist totally useless. Toshihide, sein Musu ist so gut, ne? Nicht mal rote, nicht mal True Musu, also nicht mal im roten Energiebereich gemacht und trotzdem so viel Schaden gemacht. Krass. Pang D ist gut gegen die, weil wegen diesen grünen, ich hau dich um, Aura. Seht ihr das? Super easy damit kommen. Bam! Yes! Stachelspinne besiegt. Oh nein, der hat eine Aura und macht sich noch eine Rüstung des Kriegsgottes. Come on, bruh. Muss ja nicht sein jetzt hier. Guck mal, wie viele da jetzt wieder kommen. Are you fucking serious? Katsuya, der chillt noch da. Ist ja nix. Ist ja mein Alter. Ja, so schau, wo du siehst. Ah, 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 ah. Gegen normale Truppen verloren. Was ein Loser, ey. Brauchen wir nicht die Verstärkung. Wir schaffen das sowieso. Wir haben Katsuya Shibata. Wir haben Katsuya. Der macht das eh alles alleine. Seht ihr ja hier. So what? Komm! Ah, jetzt habe ich nicht richtig getroffen. Aber war in Ordnung. Muss halt wirklich direkt vor den Gegner dran stehen, dass der Musu so stark ist. Die Gegner dürfen es nicht abwehren. Trotzdem super stark, Mann. Doch, wenn uns das Musu nicht sagen kann. Er ist einfach nur scheiße. Have it your way! Ja, ja, mach Werbung für Burger King. Have it your way! Ist doch so ein Burger King-Spruch, oder nicht? Oh, unendlich Musu. Nein, was heißt unendlich Musu? Urtus Walzer füllte Musu wieder auf, aber ihr wisst, was es bedeutet, ne? Erstmal mit Fangde. Jetzt wechselt zu Toshi hier und jetzt end abgehen. Hm. Okay. Einen aber vernichtet, aber ich habe mir da mehr auf. Nice.
Ziel ist nah. Und das sollte ich mal mit zum Zuerst besser als sein schlechter Musu. Der Musu ist echt Müll. Wir kommen uns so vor, als würden die ganze Zeit respawnen, aber das ist nicht so, ne? Wie macht man eine schwierige Schlacht? Einfach eine Mannjungel, eine kleine Map, ein paar Dämonen spammen, hier in Aura gehen und Chaos Mod spielen. Ja, ist das so? Dadurch wird's schwer. I like it. Das finde ich geil. Und noch Bogenschütze natürlich einhauen. Ordentlich viele. So, dann wollen wir mal. Ah, ist das eine Scheiße, ey, wie viel die aushalten. Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir so schlechte Waffen haben. Was ist schlecht? Aber es geht halt echt besser. Ne? Und take this. Sehr schön. Alle weg? Yo, Katsuri, wir haben es geschafft. Wir beide sind ein unschlagbares Team. Way of the Warrior. Immer als Way extra betont, ne? Aha, ich bin Way offiziell, ich muss Way extra betonen. Na komm, räumen wir jetzt hier ein bisschen auf in der Mitte und dann kommen wir vor der Mitte und greifen an, würde ich sagen. Wenn wir jetzt so Umwege da gehen. Teamfair hat Probleme. Problem ist, ihm ist nicht mehr zu helfen, wenn er gegen normale Truppen verkackt. Boah, was ist das denn für ein geiler Move? Was haben wir mit den Gegner gemacht? Die haben mich gestunt oder so. What? Toshi hat so viel drauf, Mann. Das ist so ein guter Charakter. Das sieht so viel besser aus in Samurai Warriors 2 als in 3 und 4. Yeah, Tafika lässt die Moral steigern. Kriegt doch eh nix. Wissen es doch. Verbündeten heulen doch trotzdem noch rum. Ey, er hält neuen Kampfgeist. Er wird noch stärker. Ja, ja, ja. Katsu. Du bist mir einer. Aber mal mehr von deiner Sorte hätten, hä? Oben rechts einen Lumu hinpacken und oben links noch einen Zhang Fei hinpacken. Dann passt es. Ich glaube, dann ist das Hauptlager safe. Zhang Fei kriegt auch eine Brücke, die er bewacht, und Lumu ein Tor. Ja, ja. Na, kannst du mich. Ich glaube, ich brauche dir nicht helfen, ne? Du kommst ja klar. Du hast Tor, das nehme ich ein. Definitiv nehme ich das ein. Jetzt will ich warten, dass Moral sinkt. Ich nicht mehr bei ihm bin. Schwul oder was? Vermisst mich. Er ist Cover Pride. Oh, Degenfink wurde besiegt. Von normalen Truppen in der Pfanne gehauen, by the way. Super. Dann wollen wir mal. Er ist hier stationiert, hä? Sun Wukong. This isn't turning out to be much fun at all. Let's see what's happening over there. What? Oh nee, ey, jetzt greift das Hauptlager an. Oh nein, 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 nein. Das macht er nicht, das macht er nicht, das macht er nicht, das macht er nicht. Oh, hier mein Pferd. Komm, 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 komm. Schnell weg vor dem komischen Schwein da. Ja, gerade so geschafft. Sehr gut. Oh oh. Ach du oh mein Gott, guckt euch das an. Drei Sun Wukongs. Ja, Ma Chao has arrived. Sehr gut. Gutes Timing. Ma Chao kommt. Ma Dai's Moral sinkt direkt. Kommt direkt in drei Sun Wukongs rein. Ja, ja, Ma Chao auch direkt. Ich hab keinen Bock mehr. Drei Sun Wukongs. Kann ich verstehen, Bruder. Kann ich verstehen. Oh, das kann ja was werden. Das bewegt dich nicht einfach. Wir sollten hier. Moment, Moment, Moment. Wir sollten hier diese Aura aktivieren. Können wir nicht alle umhauen? Das glaube ich gegen diese vielen Sun Wukongs wirklich muss
So, diese Aura immer aufrechterhalten. Diese geile Aura, Mann, hier. Guck, kann man einfach umhauen. Easy. Sollen wir kurz zu Toshi hier wechseln, damit wir einen schon mal rausnocken können. Zum Glück ist dein Musu nicht overpowered oder so, ne? Schon, komm schon, komm schon. Ja! Ein Simulcon ist weg. Super! Nice Teamwork, by the way. Richtig gut. Denn die Aura. Das heißt, Simulcons können mich nicht mehr kommen. Und was? Die Doppelgänger haben sich erholt? Wir müssen das Original vernichten. Aber wer ist denn der echte Simulcon? Ich sehe es nicht. Wann erkenne ich den echten? Wann erkenne ich den echten, Freunde? Ich sehe es nicht. Tut mir leid, ich sehe es nicht. Da ist kein Simulcon, der anders aussieht oder der eine Aura hat oder so. Ich erkenne es nicht. Was ziemlich bad ist gerade. Einfach alle drei gleichzeitig sie oder Glück haben. Oder Glück haben. Er ist raus. Das war anspruchsvoll. Heilige Scheiße. Ein bisschen gut lebt aber noch. Ist halt so Tank. Das war schwer. Da kann man durchaus failen. Vor allem auf Chaos. Aber Punk D ist hier das A und O wegen der Aura. Ansonsten wirst du zu Tode gekommen von drei Wukongs, weil die ehemals super schnell sind. Jetzt kommt da noch ein anderer Offizier, der will sich da zum Outlaws sneaken. Nicht mit mir, ich habe das gesehen. I saw it. Ein Stopp, stehen geblieben. Hände hoch oder ich benutze meine Hellebarde. Ja. Oh, subtiler. Ja, ja, ja. Oh, my lord. Und ich benutze den Overpowered Musu, der einfach geblockt wird. Aber ist egal. Es hat trotzdem fast gereicht. So schön One-Hit. Das heißt One-Hit. Aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? Mit One-Hit. Ja, viele Hits, aber es war ein Knopf gedrückt, Musu. Und es hat fast gereicht. Bam. Mann, ey, Katsui, verlass dich deinen Posten. Hier kommen welche über die Brücke. Wärst du hier, wäre es nicht passiert. Boah, 200 Kills, Katsui Shibator. Jesus. Der Typ, weiß wie man kämpft. Sein Moral sinkt trotzdem, okay. Musu 50, auch nicht schlecht. Katsui, was ist los? Er choked. Er choked. Los. Junge. Die ganze Zeit bist du richtig krass. Jetzt bist du am normalen Truppen oder was? Dazu, lass zusammen gegen der Jeep kämpfen. Die ganze Zeit haben wir schon zusammen gekämpft. Schlimmste Dämonen bezwungen. Das heftigste erlebt. Lass uns jetzt zusammen da Jeep bezwingen. Gemeinsam sind wir stark, Katsui. Ah, läuft. Was macht er? Der chillt jetzt einfach? Das ist nicht eines Helden würdig. Der macht nichts. Seine Moral sinkt aber dafür. Katsui, ich hab dich so gelobt, ne? Und jetzt wirfst du es einfach weg. Nee, er greift an. Dann musst du erstmal runterkommen. Ein bisschen chillen. Eine rauchen. Spaß, Mann. Das ist nur noch Daji, ne? Und Koltan, wo ist Koltan? Da, mal ciao. Okay. Doch, ich werde cocky. Ich hab Katsui die ganze Zeit beleidigt gerade eben und dann don't get cocky. Ja, nee, ist klar. Ja, Katsui. Ist gut. Wie cool. Lass uns wieder Freunde sein. Don't get cocky. Das hat wieder gut gepasst. How do you like that? Koltan, ich ziehe meinen nicht vorhandenen Colt. Oh, da ist direkt hinter mir. Problem ist, erstens, sie macht fucking viel Schaden und zweitens, Bogenschützen. Dreckstyp, ey, die müssen weg. How do you like that? Mach doch gleich serious. Sonst wäre es nicht besser für uns alle. Ach, wenn ich mir wusste, das kriegst du alles? Nö, ich hab schon Hallus. Ich dachte, da wäre eine gewesen. Dann ist wieder gut.
Seine Aura. Die Aura ist so broken. Was haben die Entwickler sich dabei gedacht? Die sollte Abwehr nicht durchbrechen. Die Gegner können mich nicht mehr comboen, wenn ich die hab. Das ist so stark, ne? Guckt's euch an. Der Typ macht zwar nicht so viel Schaden, aber ist der übelste Tank. Seht ihr das? Schon ein bisschen zu broken, komm. Deswegen brauchen wir noch einen stärkeren Move, nicht? Den musst du von Toshi Maeda. Ja, natürlich. Ist ja nur Daji, ist ja nur mit Boss-Aura hier unterwegs. Erstmal fast die ganze Leiste abgezockt, klar. Get wrecked, Daji. Out. Boah, das war cool. Ich weiß immer noch nicht, was das Team gemeinsam hat. Ah, wobei, alle haben zwei Waffen in der Hand. Am ehesten das. Die zwei helle Bahnen, Toshi, Speer und Schwert und so zwei Tonfass. Overlord, Overlord plus 6 und sau viele. Oh, ja, 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 gute Waffen, gute Waffen. Sehr gut, so muss es sein. Viel besser. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das ist gut. Plus 7. Übungskling, ich bitte dich. Was ist das denn für ein Scheiß? Machst du mal das weg? Punk D, bei ihm ist nicht so gut. Die Ausbeute gefällt mir irgendwie nicht. Besser als das. Keine Ahnung, Pound D hat nichts Umwerfendes gefunden. Whatever. War auf jeden Fall eine schwierige, spannende Schlacht, wie ich finde. Katsui. Der war der übelste MVP irgendwie. Nächstes Mal machen wir mit Susi, Pangtong und Zheng Zhao das Gefecht in der Provinz G. Und wir kämpfen mit den Zauberern gegen die Ninjas. Das kann auch cool werden. Sowas gab es ja schon mal in Voice OG 1, wo man gegen alle Ninjas kämpfen musste. Bei der Map vom Aufstand der gelben Turban, aber jetzt kämpfen wir eben halt mit den Zauberern gegen Ninja. Ninjutsu-Zauber gegen normalen Zauber. Wer gewinnt? Finden wir das im nächsten Part raus. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, können wir das Video favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.